Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. So, ich muss gerade mal gucken wegen Merlins Rätsel, das hier ist. Irgendwo hier muss das sein. Da. Dann können wir das nämlich... Was hast du diesmal für mich auf Lager? Ja, die Dinger kennen wir. Die müssen wir befeuern. Also dann mit Nummer 1. Haben wir noch mehr? Revelio. Da haben wir noch einen. Jawohl. Das nächste Rätsel, sehr gut. Haben wir hier oben irgendwas übersehen? Da ist noch ein... Das machen wir natürlich. Aber sowas von. Die andere Nebenquest können wir später noch machen. Wenn wir hier zufällig über so eine stolpern, den ziehen wir natürlich vor. Da bin ich ja mal gespannt. Haben wir noch ein paar Gegner zu besiegen, aber das ist kein... sollte kein Problem sein. Der war ja einfach. Revelio. Kann ich nicht sammeln? Mega Power Trank. Wo ist denn hier der? Ich habe keine Ahnung, warum. Ist die von außen? Müssen wir nachher mal gucken. Abgesehen von Spinnen gibt es in Arrenshaw nichts zu wildern. Ist die Mühe nicht wert. Komm raus, bevor ich dich finde. Komm, Fingo! Du? Du bist das. So. Noch jemand ohne Fahrschein? Sieht nach Ärger aus.
Muss ich mal gerade mal gucken, wo ich hier den Schnellreisepunkt aktivieren kann. Ich habe doch irgendwo noch eine Truhe gesehen. Da. Revelio. Hä? Ach, die Ausrüstungsplätze sind voll. Ah, okay. Das heißt, ich müsste verkaufen. So, mit dem Schnellreisepunkt hier, jawohl. Wo waren noch mal meine Fallen? In Lauerhaus? Machen uns mal wieder unsichtbar. Revelio. Da ist noch ein Gegner. Ich hasse jedes einzelne Tierwesen. Zwinge einen Animagus in seine menschliche Gestalt. Wie mache ich denn das? Sprenge ein rotes Fass mit Bombarda. Bombarda ist... Bombarda. Okay, das ist die 3. Bombarda. Abgelehnt. Oh, das ist stehen geblieben, Sego. Das willst du nicht nochmal probieren. Ach, ich doch so. Ja, raus. Wie, lass das? Nein, ich lass das nicht. Da oben ist so einer. War einer. Das bedeutet Ärger. Und ich bin ganz allein. Hm, jetzt bedeutet es, glaube ich, keinen Ärger mehr. Revelio. Kann ich nicht, weil den nehmen wir gleich. Ausrüstungsplätze sind voll. Muss erstmal wieder verkaufen. Okay, sammeln wir die Karte. Da unten, da auf der Spitze, das dort, und da müssen wir mit Feuer und Eis. Okay, also hier muss so eine Halbinsel sein und da genau auf dem Ding da ist dann, schauen wir mal. Der Ort auf der Karte ist nicht weit von hier entfernt. Finde die Insel. Da ist die Flugprüfung. Könnte das hier die Insel sein? Nee, ne?
da sind. Die ist das, oder? Wo haben wir die Schatzkarte? Nee, die sieht noch mal anders aus. So ganz flach. Und dann zwei so... Ja, die suchen wir jetzt. Wo könnte das denn sein? Nicht weit entfernt, sagte sie. Hier ist das. Kappenherrenhaus. Da müssen wir hin. Das ist ganz in der Nähe von Nattis Ding. Okay. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie können wir denn das nochmal im Rätsel Merlins. Das nehmen wir noch mit. Dann können wir vielleicht den hier oben auch noch mitnehmen. Jetzt müssen wir ein bisschen laufen. Kann ich nicht... Den kann ich, den kann ich. Da ist noch was. Komm ich denn da hin? Von außen anscheinend. Oder auch nicht. Tja, okay, lassen wir es mal. Da sind Spinnen. Gestohlenen Kuchen. Das weiß jedes Kind. Revelio. Du hast doch unseren Drachen befreit. Dafür wirst du selbst ein paar Schuppen lassen. Komm, Tringo. Setz doch dunkel. Du hast doch Treadwell freigelassen, oder? Undankbarer Kerl. Nicht Revelio.
Ach, das ist das Rätsel. Okay. Da müssen wir diese komischen Insekten. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja, kann sein. Genau, das sind nämlich diese Objekte, diese Insekten hier. Lumos. Die wir zu den jeweiligen Dings bringen müssen. Wenn wir Glück haben, sind die immer leicht zu finden. Manchmal sind sie ein bisschen schwieriger zu finden. So, wo ist der dritte Klotz? Wo ist denn? Revelio. Da unten. Lumos. Gar nicht so knifflig, Merlin. So, wenn man sie gefunden hat, dann ist das nicht so knifflig, ja. Was haben wir noch hier? Muss gerade mal gucken. Da sind Spinnen, da wäre nochmal ein Schatzgewölbe. Da können wir aber hier lang. Das hättest du gerne. So. Habt ihr mir nichts dagelassen? Ihr seid aber geizig. Nehmen wir die Sachen zumindest mal mit. So. Revelio. Das sieht auch nach einem Rätsel Merlins aus. Habe ich ja richtig gesehen. Oh, das ist aber eines, bei dem weiß ich nicht, wie das funktioniert. Das habe ich noch nicht rausgefunden, wie die Rätsel hier gehen. Ah, müssen wir leider verschieben. Tag. Yeah.
Confringo! Expelliarmus! Das ist meins! Confringo! Und hier hast du vor! Ich habe jetzt die ganze Tag Zeit! Confringo! Inspektor! Ist das so? Das stimmt für mich lang! Confringo! Das wirst du nicht überleben! Das hier ist die Ursache! Solltest du lieber wieder runter? Confringo! Ich nur. Lass das. Die haben einen Würfel gewildert. Mhm. Die Höhle dazu ist dort irgendwo. Da ist das. Und da brauchen wir Feuer, was ich nicht da habe. So. Jetzt können wir Bombarda wieder zurück tun. Welches haben wir da? Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Bis jetzt eigentlich eher nicht. Ausrüstungsplätze sind voll. Ich muss dringend mal einen Händler finden. Revelio. Ausrüstungsplätze sind voll. Aber das haben wir gefunden. Okay. Hier unten ist das Rätsel Merlins. Da haben wir noch Flugprüfung. Wo sind denn die anderen? Möglich. So, da unten waren gerade noch Gegner. Haben wir da in dem Schloss? Revelio. Noch ein Merlin-Rätsel. Ach, das ist das mit den Kugeln. Oh, welch angenehme Überraschung. Das müssten wir machen können. Da muss man diese Kugeln in die Felder hier bringen. Einmal. Da oben sind noch Kugeln.
ist das Feld. Die Kugeln sind hier. Nee, so nicht. Da fehlen noch zwei. Rebellion. Ah, die haben nur gebraucht. Okay. Die haben nur ein bisschen gebraucht. Das ist dann ja noch okay. Was machen wir mit den Dingern? Bestimmt auch nicht ganz grundlos da, oder? Revelio. Ah, Inventar voll. Okay, aber sonst haben wir alles. Inventar voll. Müssen wir unbedingt nochmal mit leerem Inventar hin. Ja, die Höhle da unten haben wir. Eigentlich. Doch, irgendwelche Gegner waren da unten noch, aber ich glaube, die lassen wir einfach. Da kommen wir bestimmt noch mal hin. So, muss gleich noch mal gucken, wo wir hin müssen. Ausrüstungsplätze sind voll. Keine Ahnung, was so schlimm am Wildern sein soll. Sind doch genug dumme Tierwesen für alle da. Ja. Offenbar haben wir einen Eindringling unter uns. Sieh an! Scheint, als hätten wir es mit einem Trollschreck zu tun. Contringo. Ja, so in der Art. Rebellio. Bap, 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 bap. Oh. Contringo.
Aua. Lass das. Fieser Möb. Kann ich nicht. Okay. Da sind noch zwei. Was ist das? Du bist nichts als Rot. Hättest du wohl gerne. Revelio. Kiste, Ausrüstungsplätze sind voll. Ich bräuchte einen Händler. Oh, hier ist eine Kugel. Das heißt, es muss irgendwo ein Rätsel Merlins in der Nähe sein. Du solltest flüchten. Und nicht herum wie ein Gehör. Contringo. Revelio. Ich sollte flüchten, so, so. Dann gehen wir mal gucken, was da drin ist. Ja, das seht ihr aber dann in der nächsten Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.